Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Emma Maustasche, Roblox und Co. Heute mache ich mal seit langem wieder weiter mit der Hausbewertungsreihe. Und ja, ich habe auch schon eine Anfrage angenommen, und zwar unicorngirls_ea. Und ja, ich habe das jetzt etwas geändert, und zwar werde ich keine Limonadenstände mehr und keine Hoverboards mehr geben, sondern ich werde nur kleine und große Geschenke verlosen oder geben. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal zur Adoption und holen uns nochmal ein großes Geschenk. So, wir sind jetzt hier und ja, jetzt kaufen wir uns hier ein großes Geschenk. Und ja, jetzt teleportiere ich mich erstmal zu ihr. Hi, soll ich dein Haus bewerten? Wir fragen sie mal schauen, was sie dazu sagt. Ja, gerne. Okay. Okay, sie hat das Futuristik-Haus und sie ist schon bei Daily Login Street 80. Okay, gut, dann gehen wir mal rein. Okay, vorne hat sie erstmal hier so einen Bogen drum und darüber steht Hello und alles hier so in Rot. Dann hat sie hier vorne ein Sofa, dann hat sie hier drüber ein Regal mit Büchern, Flaschen, einer Pinguinlampe. Hier drüben ist dann noch so ein kleines Regal und so ein Sitz und hier auf dem Regal ist eine Donutlampe, ein Spiegel, ein Baum und zwei Bücher. Okay, sieht sehr schön aus. Dann geht's hier rein und okay, wow, okay. Also hier vorne hat sie erstmal ein hohes Regal, wo Bücher draufstehen. Dann hat sie hier Homework, also das kann man hier Hausaufgaben machen. Hier liegen ist ein Tisch mit Stühlen und du machst coole Videos. Oh. Okay, also hier kann man Hausaufgaben machen. Hier sind zwei Stühle, wo man sich hinsetzen kann. Dann sind noch Bücher und ein breiter Tisch. Dann geht's hier rein und hier ist so eine Spielecke. Hier ist ein Hochstuhl für Babys. Dann ist hier eine Teddykiste. Dann ist hier noch ein Bällebad. Und hier ist dann noch ein eine Hüpfburg, kein Trampolin. Dann geht es hier weiter und hier ist das Wohnzimmer. Wow, okay. Also hier vorne kann man sich erstmal hinsetzen. Dann hat sie hier an den Wänden noch Sterne, hier auch. Dann hat sie hier einen großen Fernseher und einen Tisch, auch voll schön. Und den Boden, der ist so sehr gemütlich. Das ist hier nochmal so ein Stern und hier sind zwei große Bäume, einer in Rosa und einer in Blau. Und die Tapete sieht so aus wie so von Bienen. Dann kann man sich hier Grab Donut und dann kann man hier so verschiedene Soßen drauf machen. Und hier kann man noch Grab Water, mega cool. Ja, dann hat sie hier verschiedene Farben unten auch und da oben auch. Und da hat sie hier noch Tassen hängen, okay, mega schön. Dann gehen wir doch mal geradeaus rein. Und okay, wow, okay. Also hier vorne kann man erstmal noch reingehen. Hier hat sie so weißes Papier mit so Kreisen drauf. Dann hat sie hier ein Waschbecken mit einem Spiegel und Handtüchern. Hat sie hier eine Badewanne und dahinter, wow, ups, nicht dahinter, mega schön. Hier hat sie solche Bäumchen und dann hat sie hier noch eine Toilette. Sieht sehr, sehr schön aus. Dann geht's hier weiter und das ist ja das, was sie am meisten bewertet, der Pool. Wow, okay. Also hier hat sie erstmal so ein so Mustertapete, schwarz-weiß. Dann kann man sich hier erstmal oben hinsetzen und hier kann man hochgehen. Dann kann man sich hier hinsetzen. Und darüber stehen zwei Bilder, wo Hello steht. Dann ist hier ein Regal mit Büchern und Blumen. Dann hat sie hier hinten nochmal so was Schönes, wo ein paar blaue Büschchen drin stehen. Mega schön. Dann geht es hier runter. Okay, hier kann man erstmal runtergehen. Dann geht es hier hoch. Dann kann man sich hier auch nochmal hinsetzen. Mega schön. Okay, dann geht es hier runter. Und hier hat sie was für die Pets. Hier kann man sich hinsetzen. Hier können die Pets essen. Und hier sind nochmal zwei Sterne in Blau. Dann geht es hier wieder hoch. Und hier ist so ein kleines Babyzimmer. Also hier können die Babys schlafen. Dann ist hier eine Ablage. Und hier kann dann die Mama sitzen. Voll schön. Der Boden ist hier so in einem Holz. Hier ist nochmal ein Stern. Dann kann man sich hier nochmal hinsetzen. Hier ist dann auch so ein Tisch. Der ist richtig schön. Hier so eine Pflanze, eine Palme und dann kann man sich hier noch in diese Kokosnuss setzen. Dann ist hier der Pool, mega cool, okay. Hier hat sie ja noch so ein Floaty, mega schön gemacht. Wow, okay, hier geht es dann langsam hoch, mega schön. Hier steht, mein Traumpet ist ein Frostjack. Okay, dann hat sie hier so Nebel. Und hier einen Whirlpool und hier kann man sich nochmal hinsetzen. Richtig schön hier auch die Idee, wie man da so runtergehen kann. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist ja das, was sie am meisten bewertet, der Pool. Das ist wirklich wow. Okay, dann kann man hier nochmal hochgehen. Oh, okay. Also hier kann man... Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, was das ist. Auf alle Fälle sind hier Sternchen. Und dann kann man hier hoch. Vielleicht ist es so ein Kino oder sowas. Mega schön, ne? Dann geht es hier geradeaus rein. Wow, okay. Hier ist so ein Fotostudio oder so. Da geht...
es dann noch raus. Okay. Auf alle Fälle hat sie hier oben erstmal einen Knochen. Dann hier so einen Wolkenstuhl. Hat sie hier zwei so Studio-Leuchten. Dann hat sie hier ein Disco-Pfeil. Und hier steht Lemon. Und dann können hier die Pets duschen. Hier können sie essen. Und hier können sie schlafen. Und ja, hier oben sind auch nochmal Sternchen. Mega schön. Hier hat sie gesagt, geht's raus. Okay, wow. Also hier kann man erstmal hochgehen und dann, wow, okay, hier geht's raus und hier hat sie dann so eine Brücke drüber gebaut und dann ist hier so ein Wasserfall. Dann kann man sich hier noch hinsetzen. Das sieht aus wie so ein kleiner Park. Richtig cool. Und ich glaube, da drüben ist nichts. Nee, aber mega schön. Und da kann man hier auch noch schlafen. Wow, okay. Sehr, sehr schön. Okay, jetzt gehen wir hier mal rüber und dann geht's hier hin. Wow, okay. Hier steht erstmal Good Night oben drüber. Dann ist hier ein wundervolles Bett. Also das sieht richtig cool aus. Das ist hier so ein Tisch drüber. Und hier zwei Luftballons, wieder ein Stern. Hier noch ein Stern, wieder zwei Luftballons. Drunter ein Teppich und hier ist noch ein Nachttisch. Hier steht wieder ein Baum. Und dann ist hier so eine weiße Wand. Und dann ist hier noch ein großer Fernseher und so zwei Stühle, wo man sich hinsetzen kann. Und ja, da ist nochmal ein Baum. Oh, und da hinten ist ein großes Fenster. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Mega schön. Also ich werde ihr auf alle Fälle ein großes Geschenk geben, weil es wirklich wundervoll ist. Also das Haus gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Und ja, jetzt geben wir es ihr mal. Hier, das große Geschenk. Also mega schön. Mir gefällt das Haus richtig schön gut. Okay. Ich bewerte jetzt das nächste Haus. So, ich bin jetzt hier wieder bei den Anfragen und ich nehme jetzt Dexaxa 0610 an. Und ja, wir treten jetzt erstmal bei. So, ich bin jetzt in ihrem Server. Wir holen uns jetzt mal schnell noch ein großes Geschenk, falls ihr Haus auch wieder so schön sein wird. Okay, ich bin jetzt hier bei den Geschenken und ja, ich kaufe mir jetzt erstmal ein großes Geschenk. Wir teleportieren uns jetzt erstmal. Soll ich dein Haus bewerten? Was süß, sie heult. Okay, sie fährt jetzt mit dem Auto zu ihrem Haus. Okay, hier ist jetzt ihr Haus und sie hat auch das Futuristikhaus. Okay, dann gehen wir mal rein. Okay. Also hier vorne hat sie erstmal einen Teppich. Dann hat sie hier ein Regal. Hat sie hier erstmal jetzt so eine Tasche stehen. Dann hat sie hier solche Bücher. Und dann hat sie hier so ein wundervolles Regal. Dann hat sie hier außenrum noch was gebaut. Und da oben kann man auch noch was reinlegen. Voll schön. Dann ist hier ein großer Teppich. Dann ist hier eine Lampe, die kann man an- und ausschalten. Dann geht's hier rein. Okay. Also hier vorne hat sie erstmal einen riesenlangen Teppich. Und hier oben ist ein Fernseher, wo Netflix draufsteht. Hier ist dann noch so ein Ablage, wo zwei Blumen draufstehen. Dann kann man sich hier hinsetzen. Okay, aufs Sofa. Hier auch. Und da drüben auch. Dann hat sie hier, wow, ich frage mich immer, wie das geht. Auf alle Fälle hat sie hier zwei Bücher liegen. Dann hat sie hier so einen großen Kamin, also so ein Feuer. Wow, mega schön. Dann hat sie hier vorne wieder zwei Blümchen stehen. Hier ein Fenster. Dann kann man sich hier hinsetzen. Hat sie hier oben noch zwei Lampen. Hat sie hier so einen Backofen, eine Mikrowelle und so eine Dunstabzugshaube. Da kann man hier Grab Donut. Mega cool. Dann hat sie hier den Kühlschrank so eingebaut in solchen Kästchen. Und ja, mega schön. Dann hat sie hier vorne noch was. Da kann man ein Bier sich holen. Mega cool. Dann ist hier noch ein Dekobrot. Dann ist hier hinten noch Flaschen und so. Mega cool. Und ja, hier vorne ist die Wand so grau. Hier vorne hat sie ein Bild mit einem Herzchen. Dann hat sie hier zwei Bäume. Und dann geht's hier rein. Und dann hat sie hier ein schönes Badezimmer mit so einem weichen Fußboden. Dann hat sie hier einen Spiegel. Daneben sind zwei Waschbecken und wieder eine gelbe Blume und eine rote Blume. Das ist hier eine Palme. Dann ist hier noch die Badewanne und hier kann man sich auch hinsetzen. Cool. Dann ist hier noch so ein kleines Bäumchen. Und dann ist hier noch so eine Wand. Mega schön. Dann geht hier zum Pool. Das ist ja das, was ich am meisten bewerte. Okay, also hier vorne ist erstmal ein Schild, wo Hello steht. Dann ist hier noch so eine große Fläche und dann geht es hier rein und dann hat sie hier unten
ein Sofa stehen, okay. Dann geht's hier jetzt hoch und ja, hier geht's dann in den Raum vorne rein. Okay, wow. Hier vorne kann man sich erstmal hinlegen zum Schlafen. Oh, hier steht Emmas Fan, voll süß. Emma ist die Beste, oh. Okay, dann geht's hier erstmal die Treppe hoch, mega cool. Und hier oben ist noch ein Stern und zwei Babybetten. Und dann geht's hier runter. Und dann geht's hier geradeaus schon wieder in einen Raum und hier ist ein Disco-Raum, okay. Und dann ist hier eine Disco-Kugel und hier ist ein Zelt. Und dann hat sie hier noch was zum Hinsetzen. Hier ist noch eine Kleiderstange, dann ist hier noch ein Baum. Hier ist noch eine Teddybärenkiste und hier noch Luftballon, eine Disco-Platte und eine Disco-Kugel. Dann geht's hier raus. Okay, wow. Und jetzt, wie komme ich jetzt weiter? Okay, wie ich sehe, also hier oben ist erstmal dann noch so eine... Hier vorne ist noch so eine Disco-Platte und noch so eine Tribüne. Okay, ich kann es mir jetzt leider nicht gescheit anschauen. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Hast du... noch ein Haus. Okay, sie hat jetzt noch ein neues Haus gespawnt. Das ist die Pizzeria. Okay, dann gehen wir da mal rein. Wow, okay, auch nochmal so schön. Also hier ist erstmal so ein Regal. Da sind zwei Flaschen drin. Da kann man sich hier hinsetzen. Und dann hat man hier so eine lange Sitzfläche. Mega schön. Hier steht Welcome und Hello. Hier sind noch zwei Pflanzen. Dann sind hier Tische, wo jeweils zwei Gläser draufstehen und jeweils so ein Sessel. Dann ist hier vorne eine große Pflanze. Hier kann man Pizza abholen. Dann kann man Inhaber auszahlen. Dann gehe ich hier mal kurz durch. Hier kann man die Pizza backen. Hier sind die verschiedenen Zutaten. Und hier ist Ketchup und Mayo oder so. Dann ist hier oben, sind hier oben Töpfe. Und hier oben ist eine Küche mit Messern, einem Kühlschrank, zwei Waschbecken, einer Mikrowelle, einem Nudelholz und einer Kochinsel. Wie geil, schreibt sie. Dann geht es hier hoch. Hier ist so ein Disco-Pfeil, wie ich ihn gerne nenne. Und dann ist hier vorne erstmal so eine schöne Lampe. Hier ist dann nochmal eine Lampe. Die kann man an- und ausschalten. Dann ist hier wieder sowas zum Setzen. Dann sind hier jetzt nochmal wie jeweils zwei Flaschen und was zum Hinsetzen. Hier oben ist eine Pizza und dann ist hier ein WC, steht hier drüber und dann sind hier nochmal Blumen. Und hier vorne ist ein Klo, hier sind zwei Waschbecken und eine Dusche. Okay, das Haus ist auch sehr schön. Ich glaube, ich werde ihr das große Geschenk geben, weil hier gefällt mir der Bereich wirklich sehr, sehr gut. Und ja, in dem anderen Haus haben mir die zwei Bereiche ziemlich gut gefallen. Und ja, jetzt gebe ich ihr mal das große Geschenk. Jetzt geben wir es ihr mal. Oh mein Gott, danke. Gerne. Okay, ich bewerte jetzt mal ihr Haus und davor hole ich mir noch ein Geschenk. Okay, kann gar nicht abwarten. Oh mein Gott, mein Herz. Oh. Okay, ich teleportiere mich jetzt mal schnell zu den Geschenken. Es geht schneller. Und jetzt kaufe ich mir hier nochmal ein großes Geschenk. Okay, jetzt kaufe ich mir ein großes Geschenk. Und jetzt teleportiere ich mich nochmal. Ah, da ist es ja. Ich kann es nicht glauben. Oh, okay. Hier ist jetzt erstmal das ihr Hollywood-Haus. Es steht Hotel Mimi und Blue-Way. Also, okay, jetzt gehen wir mal rein. Wow, okay. Also hier vorne hat sie gelbes Fahrrad, Schlitten und dann, ja, da fehlt noch was. Dann ist hier ein Sofa. Also hier steht ein Sofa, ein Tisch. Hier ist dann noch ein Sessel und hier eine Lampe und eine Pflanze. Ist hier ein großer Fernseher, den kann man ein- und ausschalten. Hier ist nochmal eine Lampe und was für die Pets zum Essen. Und hier ist nochmal so Sand, sowas. Und hier nochmal ein Baum. Und hier ist noch so ein langer Teppich. Mega schön. Okay, hier steht VIP. Und dann gehen wir mal rein. Okay, hier kann man sich einen Donut holen. Hier kann man sich hinsetzen. Okay, hier kann man sich hinsetzen. Und hier auch. Und dann hat man hier eine Küche. Hier kann man eine Donut-Glasur machen. Dann steht hier Fashion Show. Okay, wow, okay, schön. Hier sind erstmal so verschiedene Farben. Und dann ist hier noch oben ein Zelt. Und hier auch all die Sessel sind in einer anderen Farbe. Wie süß, die freuen sich gerade richtig. Mega cool. You can win a present. Okay, also hier kann man erstmal auf die Bühne. Hier ist eine Boombox. Dann sind hier vier Disco-Kugeln. Okay. Und hier sind dann die Treppen, wo man hochgehen kann. Ach so, nee, daran geht's nicht. Okay, das hat sie hier zugemacht. Okay, jetzt geht's rein. Okay, also hier vorne kann man erstmal schlafen. Dann hat sie hier was für die Pets zum Schlafen und zum Essen. Und hier ist noch ein Teppich. Hier ist dann noch so ein Schminktisch.
ein Schrank und dann steht hier, ist ein Fernseher, wo Netflix draufsteht. Ist hier noch ein Sofa, hier ist ein Piano und hier ist noch ein Schrank und hier sind noch zwei Luftballons und hier so eine richtig süße Tapete. Dann geht's hier rein, hier ist eine Schmetterlingwand und hier ist nochmal ein Bett, wo man schlafen kann. Und dann sind hier so Luftballons und ein Tisch und dann ist hier noch so eine Kasse. Okay, dann ist hier nochmal was für die Pets zum Essen und zum Trinken und zum Baden. Und dann ist hier was zum Schlafen für die Eltern und für die Kinder. Dann ist hier noch ein süßes Donutbett und hier ist dann noch so eine was drüber. So, hier kann man sich dann noch hinsetzen, so ein Thron, der sieht richtig schön aus. Dann ist hier nochmal ein Schminktisch, dann ist hier nochmal ein Schminktisch und eine Hüpfburg. Und hier steht wieder Netflix drauf und hier kann man sich hinsetzen, das ist auch richtig schön. Und dann ist hier noch, oh, die hat einen Papagei, richtig cool, Leute, ja. Hier ist nochmal eine Katze und hier ist dann nochmal ein Schrank, dann geht's hier rein. Und hier hat sie dann nochmal eine Küche und hier geht's dann rein und hier sind dann Toiletten, auch schön. In ganz vielen verschiedenen Farben. Und hier sind dann noch drei Waschbecken und hier noch eine Dusche. Okay. Okay, wo sind sie jetzt hin? Oha, das ist hier außen. Mega cool. Okay, also hier ist nochmal die Panda-Tapete. Hier ist hier ein Bett. Auf Haus verlassen. Okay, gut, dann mache ich das jetzt mal. Ah ja, hier geht es von oben auch rein. Mega schön. Okay, so, ich gebe ihr jetzt erstmal ein kleines Geschenk. Okay, jetzt geben wir ihr erstmal ein kleines Geschenk. Oh mein Gott, danke, bitte. Okay, wir folgen ihr jetzt noch, weil sie möchte jetzt auch gerne, dass ich noch ihr Haus bewerte. Okay, hier ist ihr Haus und ja, jetzt gehen wir mal rein. Okay, also hier vorne hat sie erstmal eine große Leinwand, so ein großer Fernseher, schön. Dann kann man sich hier hinsetzen und dann hat sie hier ein Brot und eine Mikrowelle, ein Glas, ein Backofen und zwei Schränke, schön. Dann hat sie hier noch zwei Kamine oder so ein großer. Dann hat sie hier noch eine Badewanne und ein Waschbecken. Und dann hat sie hier noch ein Bett und ein Petbett sozusagen und hier noch ein Regal, wo eine Pinguinlampe, ein Buch, eine Blume, ein Buch und noch ein Buch drin steht. Und das war auch schon ihr Haus. Ich frage sie, ob sie noch ein Haus hat. Nee, leider nur das. Hihi, okay. Dann geben wir ihr auf alle Fälle mal ein kleines Geschenk, weil es eben halt noch das Starterhaus ist. So, nimmt sie an. Yay! So, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao!